Hallo, schön, dass du hier bist. Heute gibt es einen Flow zum Krafttanken. Und zwar ist es der Flow aus meinem Buch Yoga Flow Balance. Einmal so für starke Beine, aber auch vor allem um ganz viel Kraft für Hindernisse, die uns in den Weg gelegt werden. Und deswegen fangen wir dann auch an mit einem Mudra dazu, diese Hindernisse, diese Probleme anzugehen und dafür eben Selbstbewusstsein zu tanken, dass wir sie auch bewältigen können. Dann komm zum Sitzen, so wie es für dich bequem ist. Wir fangen an mit Ganesha Mudra, mit einer schönen Atmung dazu. Ganesha ist übrigens der hinduistische Gott mit dem Elefantenkopf und ist eben, ja, der hilft dir, Hindernisse zu überwinden oder Probleme oder ja, Herausforderungen zu bewältigen. Dann bringst du die Handflächen zusammen und dann drehst du die Hände so, dass rechts oben ist und links unten. Dann greifst du alle 10 Finger ineinander, roll die Schultern zurück, Wirbelsäule ist lang. Und dann schließt die Augen und dann mit jeder Einatmung ziehst du an den Fingern. Mit der Ausatmung verliest du wieder. Mit der Einatmung ziehst du an den Fingern. Mit der Ausatmung release du. Nochmal einziehen an den Fingern. Aus, wieder weicher werden. Noch zweimal tief ein, zieh, zieh, zieh. Und auf. Noch einmal ein, zieh an den Fingern. Und auf. Dann bring die Handflächen zusammen, spür kurz die Kraft in dir nach. Und dann dreh die Hände so, dass links oben ist und greif alle 10 Finger. Hier nochmal 5-mal tief ein und aus mit Ganesha Mudra. Atme ein, zieh an den Fingern. Aus. Entspanne. Ein, Kraft entwickeln. Aus, entspannen. Schau, dass das Mudra so auf Höhe deines Solarplexus ist. Ein, ziehen. Aus, entspannen, noch zweimal. Ein. Und auf. Und ein letztes Mal nochmal richtig fest ziehen, atme ein. Und release, bring die Handflächen zusammen vor deinem Herzen. Ja, und tanke mit dieser Praxis heute Selbstbewusstsein für deine Herausforderungen im Leben. Und dann versiegel hier diesen Moment, bring die Stirn näher zu den Fingerspitzen, die Gedanken näher zu deinem Gefühl. Dann öffne die Augen. Fang gleich im herabschauenden Hund an. Bring deine Hände ein wenig weiter nach vorne, spreiz die Finger weit auf und dann stell die Zehen auf und schieb dich nach hinten oben. Gerne mal ein paar Mal durch die Fersen treten. Ah, erstmal ankommen in dem herabschauenden Hund. Vielleicht ist es ja auch noch morgens bei dir. Ja, also sei nett. Und gib dir Raum, also du wirst sicher warm innerhalb dieser Asana, innerhalb dieses Flows. Und bring die Füße ungefähr hüftbreit, beug die Knie leicht und schieb dich aus den Armen raus. Sehr gut. Und dann dreimal mit der Einatmung nach vorne in dein Brett, in deine Liegestützposition. Und dann atme aus, Knie knapp über den Boden, schieb dich zurück. Nochmal atme ein, roll dich nach vorne in deine Liegestützposition. Und dann Knie knapp über den Boden, wieder nach hinten oben atme. Und ein letztes Mal, komm nach vorne, schieb dich nach vorne, atme ein. Und dann Knie knapp über den Boden, hui, herab schon. Super, lass uns gleich beginnen. Füße kommen zusammen. In den Kanten berühren sich, heb das rechte Bein weit nach oben, atme ein. Und dann beug das rechte Knie und öffne die Hüfte, bleib aber in der rechten Schulter schwer. Hier nochmal tief ein. Aus. Noch einmal ein. Und aus. Sehr gut. Dann öffne hier das Knie noch ein klein wenig mehr, ohne in den Schultern nachzugeben. Knie zur Stirn, atme aus. Jetzt bleib hier. Atme ein. Aus. Knie zum Bauchnabel nochmal ein. Aus. Noch einmal ein. Heb den Blick. Und dann steig nach vorne. Atme aus. Hintere Ferse 90 Grad auf dem Boden. Vorderes Knie tief gebeugt. Komm nach oben. Krieger 2. Atme ein. Beugt das rechte Bein und breite die Arme weit auf. Vorderes Knie öffnet, hintere Kante vom Fuß. Schiebt ganz fest in die Matte, Arme sind weit auf. Und dann hier 2 Atemzüge. Wir gehen jetzt im Flow Stück für Stück langsam durch. Und dann verbinden wir halt als eine Atmung eine Bewegung ein. Und aus.
Sehr schön. Dreimal. Lehn dich zurück. Heb den rechten Arm über den Kopf. Atme ein. Komm wieder zurück. Atme aus. Noch zweimal. Flip die rechte Hand. Öffne deine rechte Flanke. Atme ein. Und auch sehr schön. Ein letztes Mal. Das tut einfach immer gut. Ich liebe diese Folge, die wir jetzt machen. Ein. Und aus. Jetzt sammel die Energie bei deinem Solarplexus, bei deinem Herz, bei deinem Sonnengeflecht. Atme ein. Breite dich aus. Noch zweimal. Atme ein. Und aus. Noch einmal. Atme ein. Und aus. Sehr schön. Jetzt lehnen wir uns dreimal nach vorne in Parshvakonasana Variation. Lehne dich nach vorne, linker Arm über den Kopf ein. Zurück. Atme aus. Nochmal. Lehne dich nach vorne. Atme ein. Und aus. Ein letztes Mal. Atme ein. Und aus. Sehr gut. Jetzt zieh die Arme über den Kopf, streck das rechte Bein, atme ein. Und dann kipp nach vorne, Arme parallel zum Boden, zieh dich richtig schön nach vorne und dann greif mit deiner rechten Hand dein Schienbein. Achte darauf, dass das vordere Knie nicht durchgestreckt ist. Dreh dich auf, linker Arm kommt nach oben, Trikonasana. Hier nochmal tief ein. Und aus. Achte darauf, dass beide Flanken lang sind. Ein. Auf. Noch einmal tief ein. Immer auf den Atem achten. Dann komm von hier wieder nach oben. Beug rechts weich. Jetzt dreh die Füße parallel. Zieh die Arme weit nach oben. Hier der schöne Übergang. Und jetzt dreh das linke Bein nach außen. Bring die Hände auf die Matte. Führ hier das hohe Skandasana. Und dann dreh, wenn du möchtest und tiefer gehen magst, die Zehen nach oben und komm ein Stück tiefer in das tiefe Skandasana. Mal tief ein. Ich bin trotzdem schön angespannt und kraftvoll in den Beinen. Oh, nochmal ein. Ah, sehr gut. Jetzt von hier, nimm die Hände gerne zur Hilfe. Lauf dich nach vorne. Rechter Arm kommt nach oben in einen Easy Twist. Atme ein. Schultern weg von den Ohren und durch die linke Ferse richtig nach hinten schieben. Die Platze machen mit der Einatmung. Mit der Ausatmung um dich herum drehen. Noch einmal ein. Und aus, rechte Hand zum Boden. Jetzt schieb in die Hände, steig zurück in deine Liegestützposition. Atme ein. Über die Knie senk dich langsam ab oder volles Chaturanga. Atme aus. Gerne erstmal wach werden. Zehen lang, roll die Schultern zurück. Heb dein Herz in deine Cobra. Atme ein. Herabschauender Hund, stell die Zehen auf, nach hinten oben. Atme aus. Super, andere Seite, bring die Füße näher zusammen. Heb dein linkes Bein nach oben ein. Beug dein linkes Bein und öffne das Knie zum Himmel, aber lass deine linke Schulter schwer, also weich mit den Schultern nicht mit aus, sondern versuche eine Stabilität zu halten und dadurch eine schöne Hüftöffnung. Nochmal tief ein. Hier ist es wirklich wichtig, dass der Atem ganz präsent bleibt. Das ist immer wichtig, aber heute ganz, ganz wichtig. Das flutet dich mit Kraft. Nochmal ein. Und noch einmal hier richtig schön Raum machen, Platz machen, schieb was in den Arm raus. Knie zum Bauchnabel, das ist der eklige. Bleib hier, atme. Wieder ausatmen, werd nochmal kleiner, zieh die Ferse an deinen Po, werd runter. Nochmal ein. Ist gar nicht so einfach. Noch einmal, heb den Blick, atme ein. Und dann zack. Steig nach vorne oder hole dir nach vorne. Hinterer Fuß 90 Grad auf dem Boden. Komm nach oben, Krieger 2. Öffne die Arme. Ha. Beug das vordere Knie so weit, dass dein Knie über Knöchel landet und das vordere Knie offen ist und nicht nach innen fällt. Und die Außenkante vom rechten Fuß ist stabil und die Arme sind weit. Nochmal tief hier. Ja. Atem ist unsere Energiequelle Nummer 1. Unsere wichtigste Energiequelle. Deswegen atme ganz, ganz kraftvoll und präsent. Aber trotzdem weich. Schön. Nochmal tief ein. Oh. Flip die linke Hand. Wir lehnen uns dreimal zurück. Atme ein. Und zurück. Atme aus. Sehr schön. Atme ein und bleib trotzdem irgendwo weich. Also werde nicht zu hart, auch wenn es kraftvoll ist in deiner Praxis. Sehr gut. Ein letztes Mal. Lehn dich zurück. Atme ein. Und komm zurück. Wir ziehen dreimal die Energie wieder zu deinem Manipura, zu diesem Feuercenter von dir. Atme ein. Breite dich aus.
Nochmal ein. Richtig so energetisch, wie so ein Qi-Ball. Und dann breite dich aus. Noch einmal, atme ein. Und aus. Wir lehnen uns nach vorne, Parshvakonasana, Variation. Lehne dich nach vorne, rechter Arm über den Kopf ein. Komm zurück, atme aus. Nochmal, ein Arm über den Kopf, zieh dich hier lang. Und aus. Ein letztes Mal, lehn dich nach vorne, werd ganz, ganz voll. Atme ein. Und aus, Krieger 2. Jetzt streck das linke Bein, zieh die Arme über deinen Kopf. Und dann linken Fuß fest auf die Matte, Knie alle aktiv, zieht nach oben die Kniescheibe und dann zieh nach vorne, zieh die linke Seite lang. Greif mit der linken Hand nach deinem Schienbein, rechter Arm kommt nach oben, Schulter weg vom Ohr, stabile Beine. Dreh dich auf für Trikonasana und bleib hier für 3 Atemzüge. Und wenn du merkst, dass mein Atem zu lang oder zu kurz ist für dich, dann auf jeden Fall deinen eigenen Atem, aber trotzdem präsent darauf bleiben. Breite dich hier aus. In alle Richtungen, schiebe in die Matte, Fingerspitzen möchten den Himmel, die Decke berühren ein. Und dann Ausblicke nach unten, beug links ein wenig, komm wieder nach oben, jetzt hebt die Arme, komm in so einen Stern, hebt die Arme über den Kopf ganz, ganz lang, dreh die rechten Zehen nach außen, bring die Hände zum Boden, hohe Skandasana, bleib hier oder komm ein Stück tiefer in das tiefe Skandasana. Schön. Ein. Und aus. Ja, wir machen jetzt diesen Flow 2-mal rechts, links, kontinuierlich durch und dadurch wird richtig viel Energie freigesetzt und richtig viel Chaka. Dann lauf dich langsam nach vorne mit der Einatmung. Bring die rechte Hand auf die Matte, dreh den linken Arm nach oben in deinen Easy Twin. Auch hier die gleichen Arme wie bei Trikonasana, dieses Ausbreiten oder auch wie im Krieger 2. Und aus, linke Hand tief, steig zurück, Liegestützposition, atme ein über die Knie oder direkt, senk dich ab. Komm nach vorne oben, heraufschauender Hund oder die Kobra. Atme ein und achte immer auf deinen Körper und dann kehr um in deinen herabschauenden Hund. Super, denk daran, du kannst jederzeit eine Pause machen. Wir gehen das jetzt One Breath, One Movement durch. Schön fließen, schön kraftvoll und versuche, ja, das als heilende Praxis zu machen für dich und als Energietanken. Bring die Füße näher zusammen. Atme ein, heb das rechte Bein, öffne die Hüfte. Aus, Knie zum Bauchnabel. Heb deinen Blick, heb dich hoch an. Steig nach vorne, atme aus, hinterer Fuß 90 Grad. Linker Arm trägt dich nach oben, Krieger 2, atme ein. Beug vorne, breite dich aus. Nur alles einmal. Lehn dich zurück in deinen tanzenden Krieger hier ein. Komm zurück, atme aus. Energie zu deinem Solarplexus. Und aus. Lehn dich nach vorne, Parshvakonasana. Arm über den Kopf ein. Und aus. Streck das vordere Bein, zieh die Arme über den Kopf ein. Und dann kipp tief, Trikonasana, rechte Hand zu deinem Schienbein. Dreh dich auf, Blick nach oben, wenn das geht. Atme ein. Und dann Blick wieder nach unten. Hol dir Schwung, heb die Arme, zieh dich lang, dreh die Füße parallel ein. Linker Fuß dreht nach außen, Skandasana, entweder tief oder nicht. Und du kannst so Kung-Fu-Arme reinbauen. Jetzt hättest du sowas zum Abwehren. Und dann komm nach vorne, easy twist, rechter Arm kommt nach oben. Atme ein. Arm zur Erde. Liegestützposition. Ignoriere mich jederzeit und warte im Hund ein. Chaturanga! Vorhoch, heb dein Herz. Kraftvolle Füße, offenes Herz. In einen herabschauenden Hund. Füße zusammen, heb das linke Bein. Öffne die Hüfte. Atme ein. Knie zum Bauchnabel. Jetzt heb den Blick. Bleib hier. Atme ein. Steig nach vorne, bisschen links und die Ferse 90 Grad. Rechter Arm trägt dich nach oben ein. Mach so einen richtigen Tanz, aber so eine kraftvolle Kriegerwache. Linke Arm über den Kopf. Atme. Hände wieder zurück, Krieger 2. Dann hier deine Aktivierung von Chakra 3. Manipura ein. Breite dich aus. Lehn dich nach vorne, rechter Arm über den Kopf. Atme ein. Und dann komm zurück. Jetzt zieh die Arme über den Kopf, wachs nach oben ein, Vorbereitung, Trikonasana,
zieh dich nach vorne, kipp tief, greif nach deinem Schienbein, unterstütz dich hier. Dreh dich auf, heb den Blick, soweit es wie geht und schwing die linke Pobacke unter dich. Atme. Und dann schau nach unten, beug hier so ein bisschen. Und dann ein, komm nach oben, heb die Arme über den Kopf. Vielleicht Kung Fu. Richtig hier. Wie als würdest du was abwehren. Die schlechten Dinge, die du nicht brauchst. Und dann komm nach vorne. In einen Easy Twist. Nimm die Hände auch jederzeit zur Hilfe. Atme ein. Hand zur Erde. Aus. Dann Liegestütz. Atme ein. Herabschauende Hund. Child's Pose oder durch einen Vinyasa. Schultern weg von den Ohren. Bauch ist fest. Komm nach vorne oben. Heb dein Herz. Atme ein. In den herabschauenden Hund. Atme aus. Sehr schön. Noch einmal. Füße zusammen. Heb das rechte Bein. Öffne die Hüfte. Atme ein. Knie zum Bauchnabel. Atme aus. Heb dich ein bisschen höher. Steig nach vorne. Hintere Ferse 90 Grad. Ein, breite dich aus. Aus, weiter. Lehn dich zurück, rechter Arm über den Kopf ein. Und zurück, atme. Schön, Hände aktivieren. Hier richtig diese Kraft, diese Energie sammeln. Und dann aus. Lehn dich nach vorne, linker Arm über den Kopf ein. Krieger 2. Ja, jetzt wird mir warm. Zieh die Arme über den Kopf, ich hoffe dir auch. Im Positiven. Und dann kipp nach vorne, zieh die rechte Flanke lang, erde den vorderen Fuß, Hand sinkt. Und jetzt kommt diese Rebound. Du ziehst dich rauf. Atme ein. Und dann fällt die linke Hand beug vorne. Und dann heb dich wieder raus. Beine parallel ein. Kung Fu. Everybody was Kung Fu fighting. Und dann komm nach vorne. Easy Twist. Atme ein. Und aus. Liegestütz. Atme ein. Senk dich ab. Chaturanga. Hoch in dein Herz. Atme ein. In deinen herabschauenden Hund. Atme aus. Linkes Bein kommt nach oben, Füße zusammen. Öffne die Hüfte. Ein. Knie zum Bauchnabel. Bleib dabei. Heb den Blick. Atme ein. Steig nach vorne. Tschakka. Hintere Ferse 90 Grad. Krieger 2 ein. Und breite dich aus. Settle, komm an. Öffne die linke Seite, lehn dich zurück. Und trotzdem Aktivität auf der anderen. Also bleib ganz, ganz präsent und dann komm zurück. Energie zum Feuer. Zu deinem dritten Chakra. Breite dich aus. Geh ich nach vorne. Einmal hier lang werden. Ein. Schwing hier schon die linke Pobacke unter dich drunter. Komm zurück. Als Vorbereitung für ein. Hier lang. Und jetzt zieh die linke Hüfte zurück, damit die linke Flanke lang wird und die linke Hand landet auf dem Schienbein aus. Trikonasana, das Dreieck, dreh dich auf. Schwing jetzt diese linke Backe unter dich drunter ein, sodass sie nicht abhaut. Und dann ab. Hol dir Schwung, zieh dich nach oben, breite dich aus. Und dann, du hörst es, Kung Fu Fighting. Komm wieder tief. Jetzt komm wieder nach vorne, nimm die Hände oder aus den Beinen, easy twist. Atme ein, breite dich hier nochmal aus. Aus, linke Hand tief. Steig zurück, Liegestützposition, atme ein, Chaturanga oder ignorieren. Komm nach vorne oben, heraufschauender Hund. Atme ein, in einen herabschauenden Hund. Zurück, atme aus. Ui. Und dann bleib erstmal hier für ein paar tiefe Atemzüge. Vielleicht nochmal ja, nein. Und die Kraft spüren. Vielleicht die eine oder andere Schweißperle, die runterläuft. Ah, ist das schön. Und dann bring deine Knie tief. Und komm in dein Kinn. Einen Moment hier wieder in die Erdung kommen. Und dann bring deine Hände nach vorne. Und komm in die Taube. Bring dein rechtes Knie Richtung rechtes Handgelenk und dann schau mal, wie weit du diesen Fuß nach vorne bringst. Umso weiter vorne, umso mehr Druck im Knie. Das heißt, wenn es im Knie schmerzt, dann mach lieber einen sehr spitzen Winkel. Wenn es für dein Knie okay ist, dann kannst du den Winkel ein bisschen mehr aufmachen. Dann geht es mehr in die Hüfte, aber hat auch gleichzeitig ein bisschen mehr Wirkung aufs Knie.
hier eine schöne Neutralhüfte, also schau, dass du nicht offen bist, sondern vielleicht, da hast du eine schöne Ritze. Kann man den Daumen genau rein, passt perfekt rein, Hüfte nach unten drehen. Und dann kannst du hier so weit nach unten kommen, wie für dich in Ordnung ist. Also wenn du hier bist, das ist eine schöne Haltung. Nach unten oder leg dich ganz ab. Aber versuch, dass der Kopf vielleicht hängen kann, vielleicht sogar geerdet ist. Und entspann dich hier für ein paar Momente. Sehr, sehr viel mit den Beinen gearbeitet. Nimm deinen Atem wahr und lass ihn auch wieder ganz natürlich fließen. Verbleib in der Achtsamkeit auf deinem Atem. Bleib in diesem wunderschönen Moment. Nimm die Energie in deinem Körper auch wirklich wahr, die dir Kraft gibt, diese Hindernisse anzugehen, diese Herausforderungen. Und dann komm langsam nach oben und setz dich auf deine rechte Pobacke und schwing das linke Bein auf die andere Seite vom Knie. Wenn es deine linke Pobacke sehr weit oben ist, streck einfach das rechte Bein aus. Genau, und dann schau, dass beide Sitzbeinhöcke auf der Erde sind und dann wickel den rechten Arm ums linke Knie und dreh dich nach links. Genau, rechter Fuß ist aktiv. Lass uns sanfter Release für die Wirbelsäule, für deine Hüften. Schau, dass dein Nacken weich und frei ist, also dass er nur leicht sich mitdreht, aber nicht versucht, einmal die Eule zu spielen und einmal komplett um wieder hinter dich zu schauen. Mach mal hier atmen. Super. Dann löse das Ganze auf. Jetzt bring deinen linken Fuß nach vorne. Hände aufsetzen und dann hast du die gleiche Setup wie von der Taube. Schwingst du das rechte Bein nach hinten und dann entscheide hier wieder für dein Knie. Ganz, ganz wichtig, es sollte auf keinen Fall irgendwo Schmerzen im Knie. Und wenn du sehr weit oben schwebst und vielleicht einen Block oder eine Decke hast, dann leg das auch unter deinen Po. Auch hier wieder gerne die Hüfte nach unten drehen und dann auf die Unterarme, auf die Hände oder ganz ablegen. Entscheide hier für dich. Das ist das Tolle an der Praxis sozusagen angeleitet, aber zu Hause. Das heißt, ganz, ganz wichtig, dass du hier diese Verantwortung übernimmst für deine eigene Heilung, für deinen eigenen Körper und deinen Geist. Entspann dich hier, bleib aber auf deinem Atem. Weil sehr viel Feuer im Körper generieren ist super, aber nicht, wenn es keine Erdung hat. Ja, weil Feuer ist was Transformatives, was Wärmendes, was sehr Positives, aber wir wissen alle, dass Feuer auch zerstörerisch sein kann. Deswegen versuchen wir hier, Feuer zu generieren, das Transformative, das Reinigende, das Wärmende, ja, das, was so viel Energie freisetzt, aber nicht, dass es außer Kontrolle gerät. Deswegen erden wir hier wieder. Deswegen ist ganz wichtig, dass du da auch noch das Ende mitmachst, dass du nicht früher aussteigst. Dann setze ich jetzt deine linke Backe, schwing das rechte Bein einmal rüber und auch hier entscheide, ob deine Sitzbeinhöcke auf der Erde sind oder nicht. Dann strecke einfach das untere Bein aus. Und dann wickel den linken Arm um dein Knie und dreh dich von deinem Center, von deinem Brustkorb und dann von deiner Wirbelsäule. Aber dein Nacken ist ganz frei. Und dann atme hier frei und voll. Das ist diese Erdung. Das löscht das Feuer nicht, sondern es bringt es in eine Richtung. Wunderschön. Lass die Einatmung dich wieder zurückbringen. Also in die andere Richtung. Und dann streck die Beine aus. Vielleicht mal kurz ausschütteln. Vielleicht mal so ein bisschen drüber streichen. Wir haben echt viel gearbeitet. Oh, tolle Beine. Das macht ihr so super. Danke für eure Kraft. Dann greif deine Knie, roll dich auf deinen Rücken und mach's dir bequem für dein Shavasana. Streck die Beine aus, leg die Arme neben deinen Körper, Handflächen nach oben, Füße fallen auseinander. Und dann lass dich hier fallen, ganz weich. Entspannt. Thank you.
Zeit, bleib einfach liegen oder weck dich langsam auf und roll dich über eine Seite langsam nach oben zum Sitzen. Komm nochmal ganz aufrecht und groß. Lass ruhig die Augen noch für einen Moment geschlossen. Bring die Hände vor deinem Herzen zusammen und erinnere dich an Ganesha und dieser Elefantengott. Der steht eben als Remover of Obstacles. Der hilft dir, Hindernisse und Herausforderungen zu bewältigen. Aber er legt dir auch welche in den Weg, ja, wenn du sozusagen ihn nicht ehrst, also wenn du vielleicht auch etwas lernen solltest. Es ist immer schön, sich die Probleme und Hindernisse anzusehen, ob sie nicht vielleicht einfach nur fantastische Lehrer sind. Und dann versiegel hier diesen Moment, deine Praxis, bring die Stirn jetzt zu den Fingerspitzen, ja, und ehre hier das wunderschöne Licht in dir und den Lehrer in dir. Und öffne die Augen, komm zurück. Namaste. Vielen Dank für deine Zeit und hoffentlich bis ganz bald.